Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Freunde. Ich hoffe, euch geht's gut. Gerade Skyler in den Kindergarten gebracht. Jetzt geht das Lesen für mich los. Und ganz wichtig, vor dem Kindergarten schon, also heute Morgen beim Aufstehen, über einen halben Liter weggetrunken. Jetzt beim Lesen mache ich das immer so. Bis hierhin Apfelsaft und dann nur noch Wasser. Dann habe ich hier Stift und Zettel. Wofür? Hier wird nachher nach dem Lesen dann schreibe ich hier meine To-Do-Liste auf. Das sind immer ungefähr um die 10, vielleicht mal 15, vielleicht auch nur 8 Dinge mal, die ich auf jeden Fall heute machen und schaffen will. Ihr kennt das selber auch. Man nimmt sich was vor morgens, hier und da, und gegen Mittag fällt dir ein, das wollte ich noch machen und das, okay, dann mache ich das morgen. Wenn du dir Sachen aufschreibst, die du echt erledigen willst, dann tust du es auch. Und du kannst immer auf diesen Zettel zurückgreifen, um zu sehen, was stand nochmal drauf, was wollte ich erledigen, okay, das. Und dann siehst du plötzlich noch, das muss ich auch noch machen, sonst hättest du es. Woran liegt das eigentlich? So wie er jetzt hier unten geschrieben hat. Man will zum Beispiel sich auch so eine Routine aufbauen oder sich Dinge aufschreiben, jeden Tag. Halt immer Sachen durchziehen oder sei es ins Training zu gehen oder was auch immer man sich so vorgenommen hat oder was man gerne will und erreichen will. Aber bei den meisten Leuten klappt es nicht. Die ziehen es nicht durch. Woran liegt das? Es liegt einfach daran, man muss auch für die Sache brennen. Du musst es um dein Leben wollen. Du musst es wirklich einfach wollen. Komme was wolle, du willst das und ziehst es dann auch erst durch. Dann klappt das ja auch erst. Du kannst nicht sagen, ich würde jetzt gerne mal. Oder ja, das würde ich auch können. Oder ja, so würde ich auch sein. Und dann versuchst du da hinzukommen und in den ersten Tagen brichst du ab. So funktioniert es nicht. Die ganz ungemütlichen Dinge zu Anfang werden später einfach zur Gewohnheit. Und zur Gewohnheit wird dann einfach, eine Sache, die dazugehört. Ich mache jetzt gleich erstmal ein bisschen Outdoor-Training. Ich habe meine Einzelhand draußen hingestellt und jetzt mache ich mir so einen kleinen Snack. Und zwar nämlich Apfelsaft. Hier. Natürlich den guten alten Direktsaft. Drecksaft? Direktsaft. Dann schön einen Löffel Glutamin. Hier. So. Und dann nochmal Hälfte Wasser rein. Dann habe ich jetzt fürs Training ein geiles, sehr leckeres und vor allem aufgrund des L-Glutamins natürlich funktionales Getränk. Let's go, würde ich sagen.